Die Marienweihe nach dem goldenen Buch von Ludwig von Montfort. Der 12. Tag. Ich halte mich im Folgenden nun an die Schriften der Apostel Thomas Apostolatsgemeinschaft, denen die Marienweihe aus dem goldenen Buch und Texte des heiligen Thomas von Kempen zugrunde liegen. Den Link zu diesem PDF findest du unter diesem Video. Dort kannst du auch die Gebete nochmal ausdrucken und dir alles einfach nochmal genau anschauen. Heiligstes Herz Jesu, heilige Dreifaltigkeit, liebe Mutter Maria, heiliger Josef, meine lieben Heiligen, mit denen ich verbunden bin, mein lieber Schutzengel, lieber Erzengel Michael mit deinem Heer, bitte helft mir dabei, mich ganz mit allem, was ich bin und habe, Maria zu weihen und durch sie natürlich auch an Jesus. Danke. Die ersten 12 Tage sind gewidmet der Betrachtung und Gewissenserforschung über den Geist der Welt. Der Geist der Welt ist dem Geist Jesu Christi entgegengesetzt, sagte heilige Ludwig von Montfort. Wir dürfen den falschen Grundsätzen der Welt nicht folgen. Wir dürfen nicht denken, reden und handeln wie die Weltmenschen. Diese Loslösung vom Geist der Welt ist viel wichtiger, als man annimmt. Gehen wir darum ans Werk und verwenden wir diese 12 Tage, um unsere Seele von allen Gedanken, Worten und Handlungen, die den Geist der Welt atmen, frei zu machen. Die geistliche Übung dieser Tage ist die Betrachtung und Gewissenserforschung über den Geist der Welt. Die Tugendübungen sind Selbstverleugnung, Liebe zur Armut, Verborgenheit, Demut, Reinheit, Wahrhaftigkeit und Gehorsam. Wir beten. Komm, Heiliger Geist, führe mich und bete du für mich. Komm, Heiliger Geist, führe mich und bete du für mich. Komm, Heiliger Geist, führe mich und bete du für mich. Gebet vor den Betrachtungen. O Maria, unbefleckte Braut des Heiligen Geistes, Mutter Jesu und meine Mutter, meine Herrin und Königin, dir will ich mich ganz hingeben, durch dich ganz Jesus gehören. Erflehe mir Licht und Kraft vom Heiligen Geist und reinige mich vom Geist der Welt. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. Ave Maris Stella. Meerstern, ich grüße dich. Grüße Mutter Gottes, süße, allzeit Jungfrau, reine, Himmelspfort alleine. Ave klang die Kunde aus des Engels Munde und den Frieden spende, Evas Name wende. Löst das Band der Sünden, spende Licht den Blinden, allem Bösen wehre, alles Gut begehre. Dich als Mutter zeige, dass du dich, sich neige unserem Flehen auf Erden, der dein Sohn wollt werden. Jungfrau auserkoren, mild und rein geboren, uns von Schuld befreie, Keuschheit uns verleihe. Gib ein reines Leben, mach den Weg uns eben, dass in Himmelshöhen froh wir Jesus sehen. Vater, ich dich ehre, Sohn, dein Lob ich mehre, beider Geist ich preise, drei auf gleicher Weise. Amen. Komm, Schöpfergeist. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein, erfüll uns all mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat. Der du, der Tröster, wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand. Du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt. Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zunge reden macht. Zünd an in uns dein Gnadenlicht, gieß Lieb ins Herz, die ihm gebricht. Stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Treib weit von uns des Feindes Gewalt, in deinem Frieden uns erhalt, dass wir geführt von deinem Licht in Sünd und Leid verfallen nicht. Gib, dass durch dich den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier und dass als Geist von beiden dich wir allzeit glauben festiglich. Gott Vater, Lob auf höchstem Thron und seinem auferstandenen Sohn, dem Tröste auch sei Lob geweiht jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Komm, Heiliger Geist, führe mich und bete du für mich. Komm, Heiliger Geist, führe mich und bete du für mich. Komm, Heiliger Geist, führe mich und bete du für mich. Amen. Die Betrachtungen des 12. Tages sind die letzten Dinge. Die Welt will nicht erinnert werden an die letzten Dinge, die doch für jeden die einzige unausweichliche Gewissheit sind. Denn es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, und darauf folgt das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Wie notwendig ist es darum, an diese Dinge zu denken,
damit man ihnen gefasst entgegensehen kann und nicht unvorbereitet von ihnen überrascht wird. Die Buße, das Kreuz. Das Kreuz soll getragen werden, denn nichts ist so notwendig, so nützlich und so süß. Nichts ist so ruhmreich, wie für Jesus Christus zu leiden. Tatsächlich seid ihr alle Sünder, meine lieben Kreuzesfreunde. Nicht einer ist unter euch, der nicht die Hölle verdient, und ich noch mehr als die anderen. Unsere Sünden müssen entweder in dieser Welt bestraft werden oder in der anderen. Geschieht es in dieser, dann bleibt es uns in der anderen erspart. Wenn Gott in dieser Welt unsere Sünden mit unserem Einverständnis bestraft, dann wird es eine Strafe der Liebe sein. Nicht die strenge Gerechtigkeit, sondern die Barmherzigkeit wird in dieser Welt walten und die Strafe bestimmen. Sie wird leicht und vorübergehend sein, sie wird uns Süßigkeit und Verdienst bringen, und der Lohn wird ihr folgen in Zeit und Ewigkeit. Wenn aber die notwendige Strafe für die andere Welt aufgespart wird, dann wird Gottes rächende Gerechtigkeit die Sünder mit Feuer und Schwert heimsuchen und die Strafe vollziehen. Schrecklich wird diese Strafe sein, unaussprechlich und unfasslich. Erbarmungslos wird die Strafe sein, ohne Linderung, ohne Verdienst, ohne Grenzen und ohne Ende, ja, ohne Ende. Diese Todsünde, die du in einem Augenblick gegangen hast, dieser vorsätzlich böse Gedanke, an den du dich nachher kaum erinnerst, dieses Wort, das der Wind verweht hat, dieses Vergehen gegen Gottes Gesetze, das von so kurzer Dauer war, all das wird eine Ewigkeit bestraft werden. Solange Gott Gott ist, leiden auf immer, ohne Verdienst, ohne Erbarmen, ohne Ende. Denken wir wohl daran, meine liebe Brüder und Schwestern, wenn wir in dieser Welt irgendein Weh erdulden. Wie sind wir doch glücklich durch das geduldige Tragen dieses Kreuzes, die ewige, furchtlose Pein für eine vorübergehende und verdienstliche eintauschen zu dürfen. Wie viele unbezahlte Schulden haben wir? Wie viele Sünden haben wir begangen, die wir trotz bitterer Reue und ehrlicher Beichte lange Zeit im Fegefeuer werden sühnen müssen, weil wir uns in dieser Welt mit ein paar nichtssagenden Bußwerken begnügt haben? Bezahlen wir doch in dieser Welt unsere Schulden freiwillig und tragen wir unser Kreuz. In der anderen Welt muss alles, selbst noch jedes müßige Wort, genauestens bis zum letzten Heller bezahlt werden. Könnten wir dem Satan nur das Buch des Todes entreißen, indem er alle unsere Sünden vermerkt hat und die Strafen, die sie verdienen? Welch ein gewaltiges Soll fänden wir in unserer Rechnung. Wir würden lieber jahrelang hier niederleiden, als nur einen Tag in der anderen Welt. Jesus mahnt uns zum Bereitsein. Wie in den Tagen Noahs, so wird es sein bei der Wiederkunft des Menschensohnes. In den Tagen der Sintflut schmausten und tranken sie, nahmen zur Ehe und gaben zur Ehe, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie kamen nicht zur Einsicht, bis die Sintflut hereinbrach und alle hinwegraffte. Gerade so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird aufgenommen, der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden auf einer Mühle mahlen, die eine wird aufgenommen, die andere bleibt zurück. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht den Tag, an dem euer Herr kommt. Das aber beachtet, wenn der Hausvater wüsste, zu welcher Stunde der Nacht der Dieb kommt, so würde er sicher wachen und ließe ihn nicht in sein Haus einbrechen. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht vermutet. Matthäus 24, Vers 36 bis 44. Gebet. Herr Jesus Christus, du bist aus dem Schoße des Vaters vom Himmel zur Erde gestiegen und hast dein kostbares Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Wir bitten dich demütig, lass uns am Tage des Gerichtes zu deiner Rechten stehen und die Worte vernehmen: Kommt, ihr Gesegneten. Amen. Halte eine kleine Stille.
von der Betrachtung des Todes. Gar bald wird es hier um dich geschehen sein. Siehe doch, wie es mit dir steht. Heute ist der Mensch und morgen erscheint er nimmer. Ist er aber den Augen entrückt, dann schwindet er auch bald aus unserem Sinne. O der Trägheit und Hartnäckigkeit des menschlichen Herzens, das nur das Gegenwärtige betrachtet und das Künftige sich nicht weiter versieht. So solltest du in allem Tun und Denken halten, als ob du heute sterben würdest. Hättest du ein gutes Gewissen, so würdest du den Tod nicht sonderlich fürchten. Es wäre dir besser, vor Sünden dich zu hüten, als den Tod zu fliehen. Bist du heute nicht bereit? Wie wirst du es morgen sein? Morgen ist ein ungewisser Tag und du weißt noch nicht, ob du einen Morgen haben wirst. Was frommt's, lange zu leben, wenn wir so wenig besser werden? Ja, ein langes Leben mehrt oft die Schuld. Oh, dass wir nur einen Tag gut gewandelt wären in dieser Welt. Viele rechnen die Jahre ihrer Bekehrung, aber die Frucht ihrer Besserung ist oft gering. Ist es schrecklich zu sterben, so wird es noch gefährlicher sein, länger zu leben. Selig, wer die Stunde seines Todes immer vor Augen hat und sich täglich zum Sterben bereitet. Sahst du je einen Menschen sterben, so denke, dass du denselben Weg gehen wirst. Ist's morgen, so glaube, dass du den Abend vielleicht nicht erreichen wirst. Ist es aber Abend geworden, dann getraue dir nicht, noch einen Morgen zu versprechen. Immer also sei bereit und lebe also, dass niemals der Tod dich unbereitet findet. Viele sterben plötzlich und unerwartet, denn zu einer Stunde, wo man's nicht glaubt, wird des Menschensohn kommen. Ist jene letzte Stunde da, so wirst du viel anderes über dein ganzes Leben denken anfangen, und es wird dich sehr schmerzen, dass du säumig und lässig warst. Wie glücklich und weise ist der, welcher sich immer bestrebt, so im Leben zu sein, wie er wünscht, im Tode befunden zu werden. Denn vollkommene Verachtung der Welt, ein inbrünstiges Verlangen in den Tugenden zuzunehmen, Liebe der Zucht, der Arbeit, der Buße, Bereitwilligkeit im Gehorsam, Selbstverleugnung und Erduldung jeder Widerwärtigkeit um der Liebe Jesu Christi willen, werden große Zuversicht auf einen seligen Tod geben. Wie viel Gutes kannst du wirken, solange du gesund bist. Aber wenn du krank bist, weißt du nicht, was du vermögen wirst. Wenige werden durch eine Krankheit gebessert, so wie auch die selten heilig werden, die viel umherpilgern. Setze dein Vertrauen nicht auf deine Freunde und Nächsten, noch verschiebe dein Heil auf die Zukunft, weil die Menschen deiner schneller vergessen werden, als du meinst. Besser ist es, jetzt zeitig vorzusehen und etwas Gutes vorauszuschicken, als auf andere Hilfe zu hoffen. Wenn du jetzt nicht um dich selbst besorgt bist, wer wird künftig um dich besorgt sein? Jetzt ist die Zeit gar kostbar. Jetzt sind die Tage des Heiles. Jetzt ist die Zeit noch zu nutzen. Aber ach leider, dass du sie nicht nützlicher verwendest, in der du das ewige Leben verdienen kannst. Der Augenblick wird kommen, wo du einen Tag oder eine Stunde zur Besserung dir wünschen, und ich weiß nicht, ob du ihn erflehen wirst. Ja, vor großer Gefahr kannst du dich befreien und großer Furcht dich entreißen, wenn du nur immer behutsam bist und auf den Tod Argwohn hegst. Befleißige dich nun so zu leben, dass du dich zur Stunde des Todes eher freuen als fürchten mögest. Lerne jetzt, der Welt zu sterben, auf dass du dann mit Christus zu leben beginnst. Lerne jetzt, alles zu verachten, damit du dann frei bist und zu Christus ziehen kannst. Züchtige jetzt deinen Leib durch Buße, damit du dann sichere Zuversicht haben kannst. Wie denkst du zu leben, da du keinen Tag sicher hast? Wie viele wurden unverhofft dem Leibe entrissen? Wie oft hast du sagen hören, der fiel durchs Schwert, der ertrank, jener stürzte aus der Höhe und brach sich den Hals, ein anderer erstickte beim Essen, fand beim Spiel sein Ende, ein anderer kam durch Feuer um, ein anderer durchs Eisen, ein anderer durch Pest, ein anderer durch Mord, und also ist aller Ende der Tod, und das Leben der Menschen geht wie ein Schatten gar bald vorüber. Wer wird deiner gedenken nach dem Tode und wer wird für dich beten? Wirke, wirke nun, was immer du wirken kannst, denn du weißt nicht, wann du sterben wirst. Du weißt auch nicht, was für dich nach dem Tode folgt.
dieweil du Zeit hast, sammle unsterbliche Schätze. Sammle Schätze im Himmel. An nichts als an dein Heil denke. Nur was Gottes ist, darum kümmere dich. Mache dir jetzt Freude, indem du die Heiligen verehrst und ihre Werke nachahmst, auf dass sie dich in ihre ewige Hütte aufnehmen, wenn dies Leben ein Ende genommen. Halte dich wie ein Pilger und Fremdling auf Erden, den der Weltgeschäfte nichts angehen. Bewahre ein freies und zu Gott aufwärts gerichtetes Herz, weil du hier auf der Erde keine bleibende Stätte hast. Zum Himmel sende täglich Gebete und Seufzer unter Tränen, dass dein Geist würdig werde, nach dem Tod selig zum Herrn hinüberzugehen. Halte eine kleine Stille. Öffne Gott dein Herz. Sag ihm Dank, preise ihn und lobe ihn. Gottes Segen für dich. Amen.